Hallo, mein Name ist Doris Pichler und wir machen heute eine Panoramakarte. Auf die Idee bin ich gekommen, weil wir immer wieder so schönes Papier haben und ich kann mich fast nie überwinden, das zu zerschneiden, weil das doch so ein schönes großes Motiv ist. Das ist zum Beispiel das Designpapier Voller Anmut aus dem Hauptkatalog. Und da habe ich eins aus der Celebration-Broschüre. Das ist das Designpapier Filigrane Blumen. Ja, jetzt habe ich was versucht, eine Karte, wenn ich sie aufschlage, dass ich fast das ganze Motiv drauf habe. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Für meine Karte nehme ich den Papierschneider zur Hand und ein komplettes DIN A4 Papier. Und auf der 21 cm Seite lege ich es in den Papierschneider ein und schneide einmal bei 14 cm komplett durch. Das restliche Papier, das nehme ich jetzt quer und schneide bei 24 cm ab. Und das Ganze mache ich 3 cm breit. Die Banderole. Die restlichen Stücke, die hebe ich mir noch auf. Ich schaue jetzt gerade, da müsste eventuell noch ein Kreis rausgehen mit der 2¼-Zoll-Stanze, beziehungsweise das sind 5,7 cm, falls ihr das mit den lagenweisen Kreisen schneiden wollt. Also das geht sich ganz, ganz knapp, aber sehr gut aus. Das wird dann der Abschluss für meine Banderole. Da bleibt dann genau gar nichts mehr über, nur mehr diese wenigen Stückerl. Und dann brauche ich noch ein Stück, das gebe ich mir noch zur Seite, Entschuldigung. Noch ein DIN A4 Blatt. Das nehme ich jetzt wieder auf der 21 cm Seite und da schneide ich jetzt bei 9,7 cm ab. Und dann umdrehen und bei 28 cm. Zum Falzen nehme ich gerne mein Falzbrett zur Hand. Geht natürlich auch perfekt mit dem Papierschneider. Bin da schneller mit meinem Falzbrett immer. Wenn es keine Millimetermaße hat, sondern in ganzen Zentimetern, beziehungsweise mit größeren, dann mit halben Zentimetern. Also ich nehme es einfach wahnsinnig gern her. Wir lassen es gleich bei dem einen Stück, das 9,7 mal 28, das wird einmal in der Mitte gefalzt, bei 14 Zentimetern. Und das längere Stück, das 29,7 mal 14, lege ich quer herein und falze bei 5 cm, bei 10 und bei 20. Ich wieder zur Seite legen, mein Falzbrett. Und falze. Einmal das lange Bett von mir. Und das andere von der anderen Seite herein. Das ist so eine richtige Wickelfalz. Und dann nehme ich das oberste falze es in die andere Richtung. Es entsteht dann so ein Teil. Mein zweites Stück, das lege ich einmal in der Mitte zusammen, auch mal falzen. Und gebe Kleber auf die Rückseite drauf. Die komplette Rückseite. Und dann klebe ich das in die Mitte meiner Karte, praktisch in diesen Mittelteil hinein. Schauen, dass das schön bündig ist und dazwischen den beiden Falzlinien genau hineingelegt. Und oben und unten bündig.
Ihr seht, die Falzlinien sind rechts und links ausgelassen. Und das ist kleben. Das lassen wir jetzt kurz so trocknen. Und dann schneiden wir uns das Design jetzt zurecht. Also wieder der Papierschneider. Und jetzt schneide ich da bei 13,5 cm durch. Ich lege es einmal hier an und schaue, ob ich da eh keine Blumen erwische. Also da oben sind keine Blumen mehr. Das ist das komplette Motiv drauf. Sonst muss man halt da verrutschen, höher, tiefer und auf der anderen Seite abschneiden, falls man da das Motiv irgendwie erwischt. Aber bei 13,5, das geht perfekt hier aus. Da haben wir dann noch eine komplette Karte. Oh, das schaut auch gut aus. Da ist jetzt nochmal um, wenn man es wirklich so in Stücke schneidet und auch Karten drauf. Ich blende es kurz ein, wie das ausschaut. Also das ist auch sehr hübsch. Aber wir wollen ja heute das komplette, fast komplette verwenden. Und jetzt beschneide ich das in Einzelteile. Und zwar fange ich hier auf der linken Seite an, einmal bei 4,5. Ich lege es immer dann daneben her und aufeinander, dass sie nicht durcheinander kommen. Noch einmal 4,5. Dann 9,5. Und 9,2. Und ihr seht schon, ein kleines Streifball bleibt über. Da fällt uns vielleicht auch noch was ein damit. Das lege ich mir zur Seite. Gut, das war's schon mit den Vorbereitungen. Jetzt nehme ich wieder meine komplette Karte zur Hand, mit diesem Teil hereingeklappt und lege mir Motiv für Motiv auf. Beziehungsweise ich kann es gleich kleben. Ich nehme das oberste Kleber drauf. Leg das dann schon mittig hier drauf und klebe es fest. So, mache jetzt eins nach dem anderen, also wirklich das geschlossen lassen. Eins nach dem anderen abgeben. So, und schon haben wir unsere Karte soweit vorbereitet. Schaut doch super aus, dass da das komplette Motiv drauf ist. Jetzt brauche ich etwas drauf. Wenn ich hier einschlage, hätte ich ihm auch gerne ein Motiv drauf. Und da habe ich mir schon eins ausgeschnitten. Ein bisschen auch Kontrast. Das muss man nur ausprobieren, wie es dann ausschaut. Wenn ich das nur reingebe, man kann da auch Blumen hergeben. Und mir gefällt jetzt da mal ein Muster dazwischen. Ihr merkt schon an meiner Stimme, ich bin leicht verschnupft. Ich hoffe, ich muss nicht komplett lauter Untertitel dazugeben, weil es so nasal klingt alles. Gut, also das jetzt wieder hier drauf. Komplett. Da habe ich irgendwas schlecht geklebt und schlecht gefalzt. Also dann lieber nochmal nachkontrollieren. Dann das drauf. Dann sieht es eben ins Geschlossene so aus. Und jetzt noch die geöffnete Karte. Da habe ich mir jetzt für hier herum dieses Motiv gedacht. Das hat 9,2 mal 13,5 cm. Ups, nicht verdrehen. Hier drauf. Und hier unten gibt es noch Platz für weißen Farbkarton, damit man dann auch etwas
hinein schreiben kann. Und der Farbkarton hat 9,5 mal 13,5. Und schauen, dass da die Abstände gleichmäßig sind. Das Papier da ist ein bisschen schmäler, also das passt gerade so drauf. Ganz wenig Abstand nur rechts und links und deckt dann dieses Eingeklebte ab. Okay. Spruch fehlt dann noch und die Banderole. So, ich schließe jetzt dann noch einmal schön. Mal schauen, dass alles gut eingeklebt ist. Und dann falte ich noch meine Banderole. Beziehungsweise, das ist ein falsches Teil. Da haben wir es, die Banderole. Da habe ich mir gedacht, ich mache noch mal so ein Stück von dem Muster drauf. Das hat jetzt 3,5 und ich klebe so mittig da drauf. Auf den Farbkarton, den wir vorher abgeschnitten haben. Das mache ich damit dann auch das letzte Stück an. Kleber. Mittiger auf die Banderole. Uah, ja. Abstand gleichmäßig ist oben und unten. Wie gesagt, die Schnittfläche ist nicht sichtbar nachher, also kann man da mit der Hand einmal nachschneiden. So, dann nehme ich noch mal mein Falzbrett zur Hand oder den Tierschneider, du zeigst. Gut. Ich falze das jetzt in Inches. Ich schreibe euch aber die Zentimetermaße auch dazu. Nur ich tue mir einfach viel leichter und ich mache es auch lieber. Also ich falze bei 2 Inches, bei 2 ein Achtel, bei 6 ein Achtel und bei 6 ein Viertel. Das sind in Zentimetern 5,1, 5,4, 15,6 und 15,9. Jetzt das Ganze gut falzen. Die zweite Falzlinie, wenn die so knapp herbei ist, dann nehme ich gerne ein Lineal zur Hand, lege es auf die zweite Falzlinie hin und biege das so hoch. Dann hat man die zwei Falzlinien nebeneinander leichter gefalzt. Und hier auf die erste geht immer super leicht. Gleich schauen, dass das auch richtig ausgerichtet ist, dass gerade ist. Und bei der zweiten Falzlinie, das war es, lege ich so her, drücke das einmal hoch und dann geht es schon leichter. Kann ich es gut ausrichten. Und gut, Karte zur Hand nehmen, an der Rolle herumwickeln. So. Und Kleber drauf. Ups. Und nicht zu fest zusammenziehen. Also ich gebe einmal da Kleber und einmal da an den Rand. So. Klebe das zusammen. Schauen, dass da nichts übersteht. Dass es wirklich locker drauf ist, damit man es gut abnehmen kann. Dann habe ich hier schon so den Kreis vorbereitet mit 2¼ Zoll Stanze. Das sind 5,7 mm, wenn jemand mit lagenweise Kreise ausstanzt. Und dann nehme ich noch einen 2 Zoll Kreisstanze zur Hand.
Und ein Stück Papier, das mir gefällt. Das nehme ich da. Dachte, ich hätte schon eins vorbereitet, habe ich aber wieder weggelegt, wie es ausschaut. Nehme ich eins von diesen Blümchen da. Suche mal eine schöne Stelle aus. Und das noch ein bisschen bunter. Stanze. 5,1 cm, weil es ja mit den lagenweißen Kreisen was machen wollt, in etwa. Ich schaue, dass halt auch die 5 mm auseinander sind, damit sie gut zusammenpassen. Mit dem Abstand, den ich auf dem Papier, zwischen Papier und Designpapier genommen habe. So. Drauf. Und dann hier draufkleben. Kann man mit Abstand machen, muss man aber nicht. Kleber da über die Naht. Draufkleben. Und fertig ist die Panoramakarte. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Mal, eure Doris.